Du Servus, Leute, zum weiteren Doschen angezockt. Wir zocken dieses Mal Donkey Kong Jr. auf dem NES. Ein weiterer Titel der Nintendo Classic Mini Collection. Schauen wir uns das Gamechen hier mal an. Ist der direkte Nachfolger zu Donkey Kong, den hat man ja im letzten Part oder im letzten Doschen angezockt. Und dieses Mal spielen wir den Sohn von Donkey Kong. Also Donkey Kong Jr. Und Mario, der hier das erste Mal Mario heißt, ist der böse Wicht. Uah. Und schon bin ich tot. Mario ist der böse Wicht und hat unseren Papa gefangen. Ja, und irgendwie... Aha, aha. Ja, ich habe dieses Spielchen hier noch nie gespielt. Verdammt, schon wieder falle ich da runter. Was wollte ich sagen? Irgendwie geht's darum, dass der Donkey Kong aus den Arcade-Automaten, also den wir im letzten Doschen angezockt hatten, das wäre nicht der heutige Donkey Kong, sondern der heutige Donkey Kong ist der Donkey Kong Junior. Irgendwie so. Verdammt, warum komme ich da nicht rüber? Kann er nicht rüberspringen? Bin ich jetzt Game Over? Ja. Wie gesagt, ich habe es noch nie gezockt, dieses Spiel. Kann es sein, dass ich mich jetzt ein bisschen anstelle hier? Ja, auf jeden Fall ist dieser Donkey Kong Junior der Donkey Kong, den wir aus diversen Donkey Kong Jump'n'Runs kennen. Unser heutiger Donkey Kong. Warum ist das so? Keine Ahnung, warum altern Affen schneller wie Klempner? Ich habe keine Ahnung. Ach, so geht es. Holen wir uns die Früchte. Die Früchte des Zorns. So, rauf da. Und über... Jawohl. So, schon haben wir unseren Papa befreit. Ja, auch dieses Spiel kam auf sämtlichen... Oh, Trampoline ist ja geil. Aha. Ist ja witzig. Also auch dieses Spiel kam auf sämtlichen Systemen raus. Oh oh. Komm ich da rauf? Wo muss ich jetzt da hin? Komm ich da rauf? Ach, ich muss da hin. Und fall runter. Heiligeili! Auch dieses Spiel kam auf sämtlichen Systemen raus. Auf dem C64. Auf sämtlichen Homecomputer-Systemen. Auf sämtlichen... Konsolen der damaligen Zeit. Ich glaube, nur Donkey Kong 3 ist ein NES-exklusiv. Alles andere bekam Ports und Umsetzungen auf anderen Systemen. Kann aber sein, dass ich euch jetzt da Mist erzähle. So funktioniert es hier. Ist ja interessant. Und nun muss ich darüber. Hä? Warum tut man das nicht? Blöder Affe. Ah, jetzt. Vogel. Lauf, lauf, lauf. Runde, runde. Geh weg. Blöder Vogel. Wo muss ich jetzt hin? Darauf. Ups. Jawohl. Auch dieses Level haben wir gemeistert. Ist ja witzig. Ich kann mich an LCD-Game erinnern, das ich als Kind hatte mit sowas in der Art. Ich weiß nicht, ob es Donkey Kong Junior war. Was war das jetzt? Und was ist das hier? Ich habe keinen Plan. Das Ganze sieht so futuristisch aus. Ach, hier geht's nicht weiter. Aha, aha, ach, da muss ich rauf. Okay, ich verstehe. Alter, der ist ein bisschen schnell. Ah, ich kann mit den Früchten die Gegner abballern. Ist ja interessant. So, warten wir hier mal. Ui, geschafft. Hammer. Hammer. Der Doschen dreht voll auf, Alter. Was müssen wir jetzt tun hier? Früchte. Kackt der jetzt da runter, oder was? Ich traue diesen Vögeln nicht. Was muss ich da tun?
Oh, es leckt. Es leckt. Der Park leckt. Ein Bösling? Geh mal du weg da. Oh, schon wieder ein Vogel. Der nächste Vogel. Da muss ich diese Wappen da raufbringen. Ich hab keine Ahnung. So, gucken wir mal. Soll ich die noch... Oh, verdammter Vogel. Bin ich jetzt Game Over? Nein, wir haben noch ein Leben. Wir haben noch eine Chance. Verdammter Vogel. Sind die nervig? Wir müssen sie nach oben bringen. Und nun kommen die Vögel. Und verpisst euch. Birdies. Na komm. Macht die Flatter. Ob das schaffen wir doch noch? Das war dann so mal das vierte Level. Und ich glaube, mehr hat's gar nicht. Aha. Eins noch? Oh, Vogel. Ach, mit den Früchten könnte ich wieder diese Teile da zerstören, was auch immer das ist. So, warten wir mal, bis er weg ist, da diese Schlange oder was das sein soll. Aber es ist witzig. Es ist hardcore witzig. Komm, ist da der Vogel angeschissen? Komm, wir schaffen das. Jo, wir schaffen das. Komm. Oh. Hammer, wir haben es geschafft. Jawohl, wir haben den Papa befreit. Oh, und Mario ist gestorben. Wir haben Mario getötet. Ja, als wäre es das erste Mal, dass wir Mario töten. Ne? Ich glaube, das ist die Computerfigur mit den meisten Tode auf der Welt. Zig Milliarden Mal musste Mario schon ins Gras beißen. So, jetzt beginnt das Ganze wieder von vorne, so wie es aussieht. In einer schwereren Variante. Sterbe ich jetzt da, oder? Wenn ich da... Genau. Genau. Sterbe ich jetzt da, oder? Und schon bin ich tot. Hat's in sich, dieses Spielchen. Aber ist lustig. Ist lustig. Es gefällt mir sogar fast besser wie der erste Teil. Muss ich mal so gestehen. Nein. Ach, der... Genau, da kann ich nicht darüber greifen. Ich hab's vergessen. Und schon bin ich Game Over. Wer vergisst, der stirbt. Kann es sein, dass wenn wir Variante A durchspielen, dann auf Variante B wechseln, automatisch? Ich vermute mal. Was passiert, wenn wir Variante B auch durchspielen? Dann hätten wir dieses Spiel zu 100% geknackt. Blaue Schlange. Oh komm, verpiss dich. So. Na, oh Mann, ich hab schon wieder vergessen. Weil ich ein Idiot bin. Auf jeden Fall kommt mir hier dieses erste Level so wahnsinnig bekannt vor und ich hab's irgendwie schwarz-weiß in Erinnerung, so wie diese ECD-Games früher waren. Irgendwie so habe ich das im Kopf und ich weiß nicht warum. Ich hatte massig an diesen komischen ECD-Spielen damals in meiner Kindheit. Die meisten waren allerdings für den Arsch. Aber komischerweise hat uns das als Kind nicht interessiert. Wir haben es trotzdem gezockt. Sogar richtig gern. Meistens nur so lang, bis die Knopfbatterie leer war. Und dann war's das. Es gab keine neuen Batterien. Man selber konnte keine kaufen. Wir haben uns ja nicht ausgekannt. Und unsere Eltern haben es irgendwie nicht eingesehen. Ein Heidengeld für so Batterien auszugeben, für so einen Schund, wie sie immer gesagt haben. Verdammt, ich war zu früh dran. Verdammt. Für so einen elektronischen Schrott. Naja, Gaming hat sowieso keine Zukunft. Haben sie immer gesagt, keine Zukunft. Das kann man nur alleine machen. Keiner will ein Leben lang alleine sein. Bla bla bla. Ja. Das typische Gemaule von Eltern aus den 80ern. Aber ich glaube, es ist heute auch nicht anders. Verdammt. Gut, was das Zocken betrifft, da bin ich zu meinen Kindern ein bisschen toleranter. Auch wenn ich sonst nicht wirklich tolerant bin. Aber meinen Kindern gegenüber bin ich da schon durchaus tolerant.
eingestellt, was die Zockerei betrifft. Ich weiß ja selber, wie gerne ich es gemacht habe. In dem Alter. Man musste ja... Oh, verdammt. Alter, war das ein Dusel. Man musste ja auch immer das Neueste haben. Gut, es war damals... Ich sag jetzt mal... Ja, damals gab es nicht so viele Spiele, die permanent neu rauskamen. Würde man den Kiddies heute permanent das Neueste besorgen? Verdammt, oh, das war Glück, das war Glück. Man wäre innerhalb kürzester Zeit... Oh, verdammt! Man wäre innerhalb kürzester Zeit bettelarm. Und das war damals nicht der Fall, zumindest könnte ich mich nicht dran erinnern. Da modsmäßig Geld reingesteckt zu haben in die Geschichte. Meine NES-Games, die habe ich mir tatsächlich von meinem Taschengeld zusammengespart und gebraucht gekauft aus so einem, verdammt, aus so einem Second-Hand-Laden. Kann ich mir noch gut dran erinnern. Und dann später mit meinem Famiclone habe ich mir, wie nennt man die Teile? Piraterieprodukte. Es waren keine Originale. Es waren keine originalen Cartridges. Oh Mann. Habe ich mir gekauft. Die haben bloß einen Bruchteil gekostet. Ich glaube, ein NES-Spiel hat damals so um die 80 bis 100 Mark gekostet. Während die lustigen Klone, die es da gab, 5 Mark? 10 Mark vielleicht gekostet haben. Es waren aber die identischen Spiele. Die hatten nur anderes Cover-Artwork. Verdammt. Kann ich mir noch gut dran erinnern. Es war dann auch später, hatte ich einen Famiclone, der das Gehäuse vom Super Nintendo hatte. Das optische Aussehen vom Super Nintendo. Der war allerdings nicht so dolle. Der war qualitativ, war der lumpert. Der war richtig billig. Billig verarbeitet. Auch die Controller, die waren zwar dem Super Nintendo Controller nachempfunden, sie waren aber qualitativ unterste Schublade. Verdammt, und dann hatte ich noch einen Famiclone. Ja, das war wegen so eine Mischung aus dem Super Nintendo und aus dem Mega Drive. Es war komplett eigenes Gehäuse. Der Cartridge-Slot hatte einen Deckel, also man musste die Module nicht, verdammt, nicht ins Gerät stecken, so wie es beim europäischen NES der Fall war. Ja, er hat ein bisschen so ausgesehen wie der Original Famicom. Verdammt. Nur in schwarz, nicht ganz so. Es ging auch ein wenig in die Richtung Mega Drive. Das war ein ganz komisches Gerät, hatte aber erstklassige Joypads. Jo Leute, das war die Geschichte von Donkey Kong Jr. Habe ich einmal durchgezockt, hab da auch das gesehen. Eigentlich habt ihr hier jetzt auch schon alles gesehen, was man vor dem Spiel sehen kann. Dass die Spiele so einfach sind. Gut, mehr oder weniger einfach. Weil sie einfach nur 3-4 Level haben. Aber dass ich sie im Angezockt durchzocken kann, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe sie als hammermäßig schwer im Kopf. Ich bin als Kind stellenweise an manchen Spielen verzweifelt, aber das mag auch unter Umständen daran liegen, dass es immer wieder die C64-Version war, bei der die Steuerung teilweise unter aller Sau war. Oder es lag an diesen Joysticks, die wir damals verwendet haben, die innerhalb kürzester Zeit kaputt waren. Das ist natürlich auch möglich. Ja, gerade wenn man so lustige Spiele gespielt hat, bei denen man den Joystick permanent nach links und nach rechts rütteln musste. So Joystick-Killer. Ja, wie dem auch sei, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Und ich sag Servusler. Bis zum nächsten Doschen angezockt. Eier Doschen.